lernen von einem der Besten. Das war vor kurzem für rund 50 Kinder und Jugendliche des Artus Knittelfeld Sektionsschwimmen das Motto. Denn kein geringerer als Ex-Schwimmstar Markus Rogan stattete dem Verein einen Besuch ab für ein ganz besonderes Training. Mir taugt es total. Also ich hab vier kleinere Geschwister gehabt. Ich habe die immer schon genervt mit diversen Trainings und Spielen. Und jetzt darf ich es mit ganz vielen Kindern machen. Also ich mache das sicher zwei, drei, vielleicht viermal im Monat. Mir taugt es einfach. Doch nicht nur im Wasser, sondern auch an Land zeigt der Profi den Kids knifflige Übungen, die vor allem Kraft, Ausdauer, Koordination und Teamgeist trainieren sollen. Denn auch wenn man im Becken ein Einzelkämpfer ist es doch wichtig, ein gutes Team hinter sich zu haben. Aus Amerika habe ich schon gelernt, dass alles ein Teamsport sein kann, auch im Wasser. Und da gerade an Land, da kann man schon sehr viel miteinander, füreinander machen und sich nicht gegenseitig runterbringen, sondern sich gegenseitig eher motivieren. Wenn man merkt, dass wer andere am Training Spaß hat, dann geht's schon gleich viel besser. Aber das vergessen wir leider oft. Also ich hoffe, dass ich das den Kindern zeigen kann. Begeistert war auch die Direktorin des Nachwuchsleistungszentrums Knittelfeld, das bestens mit dem Artus Knittelfeld kooperiert und so großartige Trainingsbedingungen für die Kinder und Jugendlichen bietet. Bei uns in der Schule haben sie zweimal in der Woche während einer normalen Unterrichtszeit die Möglichkeit, wirklich extremes leistungsbezogenes Vereinstraining zu machen. Und das ist im regionalen Leistungszentrum möglich. Und ihnen fallen da keine Stunden aus und sie brauchen nicht zusätzlich irgendwas erbringen, sondern anstelle vom Nachmittag trainieren sie während des Unterrichts. Man sieht, die Kinder sind sehr motiviert und sie sind mit Begeisterung dabei. Und der Markus, der hat auch, glaube ich, wirklich ein gewisses Talent, mit Kindern umzugehen. Und das bringt er sehr gut rüber. Und ich denke mir, das gibt sicher für viele Kinder wieder viel Motivation, dass sie dann auch in Zeiten, wo sie vielleicht nicht so gern zum Training kommen, dann doch auch kommen und durchbeißen. Gemeinsam wurde eifrig trainiert und ich bin mir sicher, dass Markus Rogan den ein oder anderen Geheimtipp für eine erfolgreiche Karriere im Schwimmsport verraten hat.